Man sieht keine Grenzen, wenn man den Blick hebt. So ein japanisches Sprichwort. In der Tat zeigt ein solcher Blick in unsere Städte ein Bild, das Menschen verschiedenster Herkunft gemeinsam malen. Längst begegnen sich die unterschiedlichsten Denk- und Glaubensrichtungen ganz alltäglich auf den Straßen. Die Förderung des Dialogs zwischen all diesen Kulturen sowie die Verbesserung von Toleranz und gegenseitigem Verständnis, das ist ein wichtiges Anliegen des Ordens Shinyo-en. Daher setzt die anerkannte japanische Glaubensgemeinschaft auf dem Saishogoma regelmäßig ein weltweites Zeichen für Harmonie und Miteinander. 2009 unter dem Motto »Bauen wir Brücken«. Dazu wird im Berliner Velodrom ein Szenario geschaffen, in dem sich Grenzen auflösen zwischen Architektur und Medien, zwischen Programm und Publikum. Als einfassendes Element verwandelt sich die Radrennbahn in einen Lichtring. In diesen Ring wird eine Bühne integriert, die einen Sichthorizont auf in der Tiefe gestaffelte LED-Wände und fahrbare LED-Panels eröffnet. Projektionen auf den Lichtring erweitern das Medienpanorama großflächig und führen die Themenwelten auf den Screens ins Publikum weiter. Vervollständigt wird das Konzept durch 4 dezentral platzierte Chöre aus verschiedenen Kulturkreisen, die mit einem rückseitig positionierten Brückenchor in einen wechselseitigen Dialog treten. Der Raum wird zur Brücke, die 3300 Gäste zum integrierten Element eines Gesamtsetups mit außergewöhnlicher Botschaft, dem Schulterschluss der Weltreligionen. Aus der Feder von Jan-Peter Schwalm stammen die Kompositionen für das Saishogoma 2009, die in enger Harmonie mit den Medien eine raumgreifende Einheit bilden, was die Besucher zu begeisterten Feedbacks motiviert. Great Arena, Great Stage, Great Music. Bauen wir Brücken.